Hallo, an diesem Herbstsonntagabend willkommen zur Hessenschau. Wenn Neues kommt, muss Altes nicht verschwinden, sondern manchmal einfach nur umziehen. Wir zeigen, wie ein Verein ein Fachwerkgebäude abreißt und es woanders neu aufbaut. Und wir schauen uns an, wie der skandinavische Gemütlichkeitstrend Hygge hessische Wohnzimmer erobert. Also ruhig schon mal einen Tee aufstellen oder eine Kerze anzünden. Ja, oder gleich ein paar mehr Lichtquellen. Das ist aber dann nicht mehr Hygge, das ist Laserkunst. Und die gucken wir uns jetzt mal zuerst an, denn anlässlich 75 Jahre hessische Verfassung wird heute Abend, also gleich in Kürze, auf den Landtag eine Lichtshow projiziert. Lichter, die Geschichten erzählen. In diesem Fall die 75-jährige Geschichte des Landes Hessen und seiner Verfassung. Von daher wird es schon ein tolles Spektakel, was so Wiesbaden wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Dieses Projekt ist groß. Genauso groß ist daher auch die Anspannung bei allen Beteiligten. Das Schlimmste ist, glaube ich, der Stromausfall oder dass ein Computer ausfällt. Die Lichtshow dauert 19 Minuten. Insgesamt wird eine Fläche von 2000 Quadratmetern bespielt, verteilt auf drei Gebäude. Das Produktionsstudio Urban Screen aus Bremen hat die Lichtershow entwickelt und konzipiert. Reichliche Erfahrung in solchen Projekten haben sie. Auch die Elbphilharmonie in Hamburg und die Oper von Sydney haben sie schon erleuchtet. Doch jede neue Show bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Diesmal waren es die Fenster des Wiesbadener Stadtschlosses, die von innen beklebt werden mussten. Da hatten wir jetzt beim Aufbau doch erhebliche Probleme, dadurch, dass auf der Baustelle gerade so viel Staub ist und dass es ein denkmalgeschützter Bereich ist, wo man nur ganz spezielles Klebeband nehmen kann, um die Pappen einzukleben. Und jetzt hat sich irgendwie gezeigt, dass dieses Klebeband aber nicht mit dem Staub klarkam und jetzt sind uns die ganzen Pappen wieder teilweise entgegengekommen. In dieses Stadtschloss und in den Landtag zog vor 75 Jahren das neue Parlament aus SPD und CDU ein. Die hessische Verfassung wurde 1946 mit Billigung der amerikanischen Militärregierung erarbeitet. Knapp ein Jahr nach Kriegsende stand dann der erste Entwurf. Sie ist nicht die erste, aber die älteste noch in Kraft befindliche Landesverfassung in der Bundesrepublik. Am 1. Dezember trat die hessische Verfassung dann offiziell in Kraft und damit 2,5 Jahre vor dem Grundgesetz. Inzwischen wurde sie mehrfach geändert. So wurde beispielsweise die Todesstrafe erst kürzlich abgeschafft. 1970 die Herabsetzung des Wahlalters. Man darf jetzt seitdem mit 18 wählen. Dann 2011 die Schuldenbremse in der Verfassung. Und im Jahr 2018 haben wir insgesamt 15 Einzeländerungen in die Verfassung implementiert. In der Öffentlichkeit wahrgenommen ist leider nur die Abschaffung der Todesstrafe, die schon vorher, obwohl sie in der Verfassung drin stand, natürlich nicht mehr galt. Zurück am Set. Wir sind bei der Generalprobe der Lichtshow. Hier sind schon alle mächtig aufgeregt, denn bis zur letzten Sekunde werden noch Kleinigkeiten angepasst. Eigentlich sieht alles gut aus. Die Projektoren sind alle ausgerichtet und wir haben ja auch schon Testläufe gemacht. Eigentlich sind wir ganz guter Dinge. Wer die Lichtshow auf dem Hessischen Landtag heute Abend verpasst, hat auch die nächsten Tage noch die Möglichkeit dazu, sie in Wiesbaden zu erleben. Diese tollen Bilder gibt es noch bis zum 12. Oktober zu sehen. Jeden Abend ab 19.30 Uhr oder heute Abend live um 20.15 Uhr im HR Fernsehen. Ja, und die eben angesprochene Sondersendung wird gleich Christine Gesang moderieren. Sie steht live vor dem Landtag. Christine, kann da noch irgendwas schiefgehen bei dem Laserspektakel? Also Daniel, wenn so viel Technik im Spiel ist wie heute Abend, da kann natürlich immer noch was schiefgehen. Wir schauen mal, was hier alles für eine Technik am Start ist. Hier gibt es 15 einzelne Beamer, die zu 7 sogenannten Towern aufgestellt sind. Und jeder von diesen Beamern, der bespielt nur eine kleine Teilfläche in dieser 2000 Quadratmeter großen Bildschirm, der Landtag dann insgesamt sein wird. Also wenn da nur ein Beamer ausfällt, ist doch klar, da kann natürlich was passieren. Aber gute Nachricht, das Ganze ist ziemlich wetterfest. Es könnte sogar Starkregen kommen, da könnten wir immer noch was sehen. Nebel, der wäre nicht so richtig toll, der würde nämlich die Sicht sozusagen versperren, ist aber alles nicht angesagt. Ich sage ganz optimistisch, das klappt heute Abend. Und hier sind auch schon ein paar Menschen gekommen auf den Schlossplatz nach Wiesbaden. Jeder darf heute Abend hier kommen. Es gibt welche, die machen hier Fotos mit dem Smartphone für ihre Bekannten und Freunde und sagen, hey, hier ist doch was los, kommt doch alle bitte hierher. Hier ist heute Abend kein 2G, kein 3G. Jeder, der möchte, der darf heute Abend hierher kommen zum Schlossplatz nach Wiesbaden.
Ja, sieht jetzt schon ziemlich cool aus. Was ist dann aus deiner Sicht das ganz Besondere, was da heute Abend kommt? Ja, uns erwarten eine 90-minütige Show, die wirklich einen Abriss über die ganz, ganz großen hessischen Momente zeigen. Wie Hessen in Trümmern lag nach dem Krieg, wie es wieder auferstanden ist. Die großen hessischen Größen, die das Land geprägt haben. Und was ich ganz besonders toll finde, man wird hier heute Abend in diesem hessischen Landtag nicht nur sehen, dass da ein Landtagspräsident ist, der darin arbeitet. Man wird nicht nur die 137 Abgeordneten kennenlernen, die hier arbeiten. Es sind viele Menschen befragt worden, die hier in Hessen leben. Und sie dürfen sagen, was sie sich von dieser lebendigen Demokratie wünschen. Sie sind befragt worden in Wiesbaden, in Fulda, in Kassel und anderswo. Der Mensch steht hier heute Abend im Mittelpunkt. Und das finde ich das ganz Tolle an dieser Lichtershow. Also nicht nur bunt, sondern inhaltlich auch richtig relevant. Danke, Christine Gesang, die wir gleich 20.15 Uhr wiedersehen hier im HR Fernsehen. Und wir haben jetzt weitere Nachrichten dieses Tages. Sie beginnen mit einem tragischen Unfall. Am Rande des Halbmarathons in Eschborn wurde eine als Streckenposten eingeteilte Frau von einem PKW überrollt und tödlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Mercedes die Laufstrecke und wurde von der Helferin gestoppt. Bei dem folgenden Wendemanöver wurde die Frau von dem PKW erfasst. Die Laufveranstaltung wurde danach von dem Veranstalter abgebrochen. Am Tag der offenen Moschee in Niedergirmes in Wetzlar haben erstmals auch Kirchen ihre Türen geöffnet. Ziel ist, allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich die Räumlichkeiten anzuschauen und etwas über den Glauben der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu erfahren. Sicher waren viele Menschen noch nie in einer Moschee. Genauso haben viele Muslime noch nie eine Kirche von innen gesehen, so die Veranstalter. Auf der Mathildenhöhe in Darmstadt wurde das Welterbefest gefeiert. Das UNESCO-Welterbekomitee hatte die Mathildenhöhe Darmstadt im Juli dieses Jahres in die Welterbeliste aufgenommen. Aus diesem Anlass sind heute viele Bürger und Partner der Bewerbungsorganisatoren zusammengekommen, um den Erfolg der Bewerbung zu feiern. Der Kasseler Bürgerpreis Das Glas der Vernunft wurde an den deutschen Zweig der globalen Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen vergeben. Der Preis wird aus Anlass der deutschen Wiedervereinigung seit 1991 vergeben und würdigt Personen, die sich in besonderem Maße um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Wann die Ernte reingeholt wird von den Feldern, das wissen viele junge Menschen gar nicht mehr. Denn Obst, Gemüse, Brot liegt ja eigentlich zu jeder Jahreszeit im Supermarktregal. Umso wichtiger, heute mal gezielt dankbar zu sein. Erntedankfest ist ja heute, wie immer, am ersten Sonntag im Oktober. Und gerade wer zurückblickt in eine Zeit, in der Sattwerden noch mit viel mehr Aufwand verbunden war als heute, der versteht, warum es dieses Fest gibt. So hat's früher ausgesehen. Die ersten Schritte, um Brot zu backen. Man braucht dafür Kraft, auch bei den Drehen da hinten braucht man auch Kraft. Da kommt so Korn raus und dann wird es zu Mehl gemacht. Wir sind im Hessenpark im Hochtaunuskreis. Hier ist zum Erntedankfest auch die große Dreschmaschine im Einsatz, von einer Dampfmaschine angetrieben. Die Dreschmaschine gibt es in Hessen bis in die 1950er Jahre, bis sie dann vom Mähdrescher abgelöst wird. Zum Erntedankfest soll sie vor allem eins zeigen. Ich glaube, es wird den Menschen viel mehr präsent, was tatsächlich die Lebensmittelherstellung, auch die Zucht auch von Tieren, was das tatsächlich auch für einen größeren Zeitaufwand bedeutet, wie viel Energie man auch hineinstecken muss. Und ich glaube, dass die Menschen das hier bei uns im Museum sehr gut auch abholen können. Wenn heute ein Mähdrescher durch die Gegend fährt und das alles fertig rauskommt, da weiß man nicht, was da drin passiert. Das ist eine Blackbox. Und hier sehen Sie es wirklich hier schön Schritt für Schritt. Schon eine tolle Sache. Ich habe gerade das Hessenbrot gegessen. Ich habe mir gerade vorgestellt, das ist das Korn, was dann in dem Brot landet. Und wenn das dann noch so traditionell schmeckt, dann ist das toll. Kinder wissen heute eigentlich gar nicht mehr, was zu welcher Zeit tatsächlich reif wird oder nicht. Von der Warte finde ich es gut, dass es was hier gibt. Und ich finde es auch gut, dass es nahegebracht wird, um zu zeigen, alles klar, das ist nicht nur im Supermarkt. Ja? Nächste Station. Der Posaunenchor eröffnet den Erntedank-Bazar im evangelischen Gemeindehaus Wetzlar-Büblingshausen. Hier lautet das Motto: Alles regional.
Marmeladen, Apfelbrei, Apfelkompott, Dinge, die hier aus heimischem Anbau hergestellt wurden. Es ist alles hier aus der Region und haben wir selbst gemacht, alles selbst gemacht. Das Einzige, was nicht von uns hier ist, ist der Senf. Tees, Schnäpse, Bilder, Wollsocken, Kerzen und Tücher und alle möglichen Spezialitäten. Fast ein Jahr lang hat die Gemeinde den Erntedankbazar vorbereitet. Und weil es heute nicht nur um die Dankbarkeit, sondern auch ums Miteinander teilen geht, wird auch was gespendet. Wir wollen die Hälfte des Erlöses spenden der Kirchengemeinde Bad Neuenahr Ahrweiler, die durch die Flut Kirche, Gemeindehaus, Kindergarten, Gemeindeamt verloren hat. Und da wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sie es wieder aufbauen können. Auch im Rheingau in der Basilika des Kloster Eberbachs dreht sich der Gottesdienst heute nur um das Erntedankfest. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben gemeinsam 118 Brote gebacken. Die Laibe verkaufen sie und sammeln so Geld für den guten Zweck. Wir schicken die Spenden nach Afrika zum Beispiel oder Äthiopien und helfen dann mit dem Geld zum Beispiel für neues Saatgut oder für Tiere, für Bauern, um denen dann ein besseres Leben zu ermöglichen. Bevor Jesus teilt oder bevor er die Leute bittet zu teilen, sagt er, schaut, was ihr habt, seht, was ihr habt. Und das ist mehr, als man manchmal denkt. Und dann kann man auch abgeben und teilen. Und das ist ja beides Erntedank. Sehen, was man hat, dankbar sein und aus dieser Fülle und aus dieser Dankbarkeit auch anderen weitergeben. Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft sind eigentlich immer gut. Aber heute, am Erntedankfest, ganz besonders. Ein Gebäude abtragen und es woanders wieder aufbauen, Riesenaufwand, aber engagierte Menschen in Kaufungen östlich von Kassel haben sich nicht abschrecken lassen. Sie wollten, dass eine historische Fachwerkscheune unbedingt erhalten bleibt, also haben sie erst abgebaut. Vor 5 Jahren war das, da waren wir auch dabei und inzwischen hat sich die Geschichte weitergedreht. Vorsichtig zerlegen sie die alte Fachwerkscheune in ihre Einzelteile, Brett für Brett, Balken für Balken. Halt fest, nicht, dass uns der runterkommt. Etwa 120 Jahre stand die Scheune mitten in Kaufungen. Das Gebäude eigentlich völlig intakt. Doch der neue Besitzer des Grundstücks will hier bauen. So muss das Fachwerkhaus weichen. Weil es aber mit seinem Giebeldach für den Ort so einzigartig ist, wollen viele Einwohner es erhalten. Allen voran Jochen Batz. Weil Fachwerk unser Dorf prägt. Also wir haben eine ganze Hauptstraße, ist 80% Fachwerkhäuser und da sind wir um jedes Haus, was erhalten bleibt, das ist uns dran gelegen. Jochen Batz ist in 5. Generation Zimmerermeister. Sein Ur-Urgroßvater soll die Scheune zusammengebaut haben. Gewusst wie, lassen sich die alten Verbindungen trennen. Damit das Puzzle beim Wiederaufbau gelingt, wurden Markierungen angebracht. Ja, also das ist jetzt eine Giebelwand, die wir hier zusammenlegen. Und mit den Nummern kann man die nachher, da gibt es eine Zeichnung zu, kann man die wieder genau zuordnen, an welcher Stelle die wieder eingebaut werden sollen. Und das ist halt die Variante 2016 und das ist die Variante 1900 folgende, weil das ist die richtige Zeichnung. Das ist eine 8. Für den Erhalt der Fachwerkscheune haben Silke Dös und Bärbel Schmelzer extra einen Verein gegründet. Einige der 30 Mitglieder helfen beim Abbau. Ich finde das einfach großartig, was wir auf freiwilliger Basis, also wirklich mit ganz vielen Helfern, die hierher kommen und mithelfen, das macht riesig Spaß. Vor 5 Jahren stand die Scheune noch im Ortskern. Heute ist hier ein Parkplatz. Ziel war es, das Haus schnell wieder aufzubauen, Kosten rund 200.000 Euro. Das Geld auftreiben, nicht das einzige Problem für die Fachwerkretter. Dann mussten wir Platz suchen, wo die Scheune wieder aufgebaut werden konnte. Und das war natürlich etwas schwierig. Da bot sich eben hier oben dieser Platz wirklich gut an. Nur steht dieses Grundstück unter Denkmalschutz und da mussten wir dran arbeiten oder vielmehr die Gemeinde dran arbeiten, dass eben dieses Stück, wo jetzt die Scheune gebaut wird, aus dieser geschützten Fläche rausgenommen wird. Als wir dann gedacht haben, so jetzt kann es losgehen, kam Corona. Ja. Und das hat uns dann natürlich auch nochmal eine Menge Zeit gekostet. Seit Anfang September wird die historische Scheune nun wieder aufgebaut, ganz in der Nähe des alten Standortes. Auch die Gelder fließen. Rund 150.000 Euro kamen von Land und Kommune, 50.000 wurden gespendet.
Wir freuen uns einfach, dass wir das hier stehen haben. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich kann es manchmal gar nicht fassen, dass es tatsächlich jetzt wahr geworden ist. Das ist einfach großartig. Also ich freue mich. Natürlich baut Zimmerer Jochen Batz das Gebäude seines Urahnen wieder mit auf. Auch sein Sohn Tim hätte sich das um nichts in der Welt entgehen lassen. Wann hat man schon mal eine solche Gelegenheit? Es ist auf jeden Fall ein Stück Familiengeschichte und es ist schön, dass es wieder aufgebaut wird und jetzt noch viele, viele Jahre hier in Kaufung steht. Das ist auch, ging auch recht schnell. Also wir waren innerhalb einer Woche stand die Konstruktion. Das ist schon, hat schon Spaß gemacht, es wachsen zu sehen. Der Wiederaufbau der Scheune, kein Selbstzweck. Bis Ende des Jahres will der Kaufunger Fachwerkverein hier eine Beratungsstelle einrichten. Für Besitzer und Retter von Fachwerkhäusern oder solche, die es mal werden wollen. Chillen, sich einmummeln, rumflezen, Pyjama-Tag machen, achtsam sein, sich Me-Time nehmen. Es gibt so viele Begriffe dafür, sich mal Zeit für sich zu nehmen. Ja, auch es sich gemütlich zu machen. Aber einer trifft es vielleicht am besten, nämlich Hygge. Der Begriff kommt aus Skandinavien und passt richtig gut als Motto für den Herbst. Die letzten warmen Tage des Jahres. Der Herbst ist da. Zeit für Anna Appel aus Offenbach, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Ihr Leben ist Hygge. Das ist dänisch und beschreibt das Lebensgefühl der Skandinavier. Das lernte Anna bei ihrem Auslandsjahr in Norwegen kennen. Es war total entschleunigt. Man war viel mehr in der Natur. Man hat den Moment mehr genossen, sich auch Zeit genommen. Ja, ich war sehr, sehr, sehr glücklich. Anna nimmt dieses Gefühl mit nach Deutschland. Es hilft ihr als Ausgleich für ihr stressiges Jurastudium. Gemütlichkeit, sich Zeit für sich selbst nehmen, all das ist Hygge für die 25-Jährige. Da nutze ich Hygge auch ganz bewusst und gezielt, um da ein bisschen Entschleunigung in mein Leben zu bringen. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich mich morgens mit meiner Tasse Kaffee ans Fenster stelle und die frische Luft genieße, also ein bisschen Kaffeehygge. Hygge ist in, gerade im Herbst der besonders kuscheligen Jahreszeit. Anja Bauer aus Kassel hat gleich einen ganzen Laden mit hyggeligen Sachen. Auch sie ist Fan. Dass du abends oder nachmittags es dir einfach schön machst. Das heißt, du machst es dir gemütlich, du machst Kerzen an, du kochst Tee, liest ein schönes Buch. Also Wohlbefinden einfach beinhaltet das. Dazu gehört auch, sich zu Hause wohlzufühlen. Jede Wohnung kann man hyggelig machen. Lichtquellen sind wichtig, Lämpchen überall im Fenster, aber genauso gut Decken, Kissen, Felle. So kriegt man ganz schnell eine sogenannte hyggelige Atmosphäre zu Hause. Und genau so starten auch viele Hessinnen und Hessen in die kältere Jahreszeit. Herbstgefühle. Die Tage werden kälter, mehr Kerzen zu Hause, Kuscheldecken wieder rausholen. Wenn wir abends nach Hause kommen und dann einfach dicker alle zudecken, mit meinen Mitbewohnern hin zusammen auf dem Balkon einen Tee trinken, Teekerzen machen natürlich. Ja, Herbst kann man schon so als hügelig bezeichnen, weil wenn man nach Hause kommt, dann muckelt man sich ein, ne, mit den Liebsten und macht was Schönes und das ist schon eine hügelige Zeit. Anna Appel möchte, dass viele Hygge kennenlernen. Sie berichtet inzwischen bei Instagram in einem Blog und einem Podcast von ihrem hyggeligen Leben. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir dieses Hygge-Gefühl so gut tut und mir Entschleunigung in mein Leben bringt, dass ich mir gedacht habe, dass es vielleicht auch anderen weiterhelfen könnte. Hygge als Lebenseinstellung. Die Dinge einfach mal gelassen nehmen. Könnte funktionieren. Nicht nur im Herbst. Ja, und ob Hygge auf der Couch oder mit Bier in der Kneipe, Eintracht-Fans haben gerade mehr als 90 Minuten lang nach München geschaut. Und die Sensation verkünden darf jetzt Ralf.
Ja, es ist ja immer diese Vorfreude vor dem Bayern-Spiel, wie immer. Aber es ist eine kleine Sensation draus geworden. Sie wollten was Zählbares mitnehmen. Am Ende gewinnt die Eintracht mit 2:1 in einem wirklich umkämpften Spiel mit einer Charakterleistung, nennen wir es mal so. Das Siegtor in der Schlussphase erzielte Filip Kostic. Überragender Mann war dabei aber der Mann im Tor. Daher die Schlagzeile der Fans natürlich: Trapp gewinnt gegen den FC Bayern. Alle Szenen und Reaktionen gibt es wie immer bei uns ab 22.30 Uhr dann in Sportschau und Heimspiel Bundesliga. Einen sehr beschwingten Sonntag hatte auch Darmstadt 98. Das Auswärtsspiel in Sandhausen gewannen die Lilien überraschend hoch mit 6:1. Darmstadts bester Torschütze Philipp Tietz war dabei gleich zweimal erfolgreich. Eine Tischtennis-EM ohne Timo Boll, eigentlich unvorstellbar. Aber die gab es tatsächlich an diesem Wochenende in Rumänien. Die Deutschen blieben im Team überraschend erfolgreich. Und dann hat ein anderer Hesse, Patrick Franziska, einfach die Hauptrolle übernommen. So sieht ein Sieger aus. Patrick Franziska und Lev Katzmann aus Russland liefern sich eine heiße Rallye. Franziska kämpft hier beim vorentscheidenden Spiel um den wichtigen Punkt zum 2:2-Satzausgleich. Mit Technik und Wumms peitscht der 29-jährige Bensheimer sich durch diese Partie. Von nun an gibt's kein Halten mehr. Hier schon der Matchball. Den lässt sich Franziska nicht mehr entreißen. 11:6 gewinnt er auch den 5. und entscheidenden Satz. Es bleibt die One-Man-Show von Patrick Franziska, der auch das nächste Spiel gewinnt und zuerst gar nicht fassen kann, dass Team Deutschland und er tatsächlich Europameister sind. Toller Tag, an dem auch die Frauen den Titel geholt haben. Ja, Glückwunsch, auch ohne Timo Boll. Was ist eigentlich das härteste Radrennen der Welt? Dieses Bild verrät schon eine Menge dazu. Fast 260 Kilometer, Kopfsteinpflaster, Regen, Wind, Schlamm von allen Seiten oder kurz der Klassiker Paris-Roubaix. John Degenkolb war nach einem Sturz heute froh, überhaupt das Ziel erreicht zu haben. So geht das dann sehr, sehr schnell. Aber der junge Hesse Jonas Rutsch war als Elfter super unterwegs, wenn auch total erledigt. Ja, ich bin tot. Also es war wirklich die Hölle heute. Und viel mehr als das einfach nur wehgetan hat von der ersten bis zur letzten Sekunde, kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich denke, ich war heute in einer guten Verfassung hier, habe auch viel im Rennen versucht, hatte ein gutes Bein heute und ja, zum Schluss hat es dann nicht mehr sollen sein. Ja, dann erstmal gutes Duschen. Auch als Weltklasse-Sportler mit zarten 31 Jahren darf man noch von Olympia träumen. Die Spiele in Tokio sind gerade erst vorbei, aber schon die Winterspiele in Peking sind nur noch ein paar Monate entfernt. Davon träumt auch Felix Reinen aus Darmstadt. Sein Problem, er betreibt die falsche Sportart. Noch, denn Inlineskaten ist gar nicht olympisch. Auf blankem Asphalt hat Felix Reinen alles erreicht. Mehrfach Welt- und Europameister, zuletzt wieder ein Top-Resultat beim Berlin-Marathon. Der Traum von Olympia treibt den Darmstädter jetzt zurück aufs Eis. Für jeden Sportler ist das schon irgendwo so ein ganz heller Stern am Himmel. Und ja, nach dem würde ich gerne greifen. Und deshalb versuche ich es jetzt noch mal auf den Kufen. Vor 5 Jahren warf ihn der Sportdirektor der Eisschnellläufer aus dem Kader. Chance vorbei, sein Kindheitstraum fast begraben. Jetzt aber einigte sich Felix mit dem Eisschnelllaufverband auf einen neuen Versuch. Es heißt nicht mehr Eis oder Straße, sondern beides verbinden auf dem Weg nach Peking. In Berlin stürmte Felix als Zweiter über die Ziellinie. Wieder ein großer Erfolg auf Rollen. Schon in dieser Woche ging es in Inzell weiter. Rein in die Kufen für den Feinschliff, in seinem zweiten Sport und seinem großen Traum auf Eis. Auf Rollen habe ich jetzt mittlerweile fast alles erreicht, was es gibt. Wenn jetzt auch noch der Olympiatraum in Erfüllung gehen würde, ist weg und los. Ja, und den Olympiatraum verfolgen wir weiter. Mehr Sport dann nachher hier bei unserem HR-Fernsehen. Weiter geht's bei Daniel. Wir machen nach der Wahl, was wir vor der Wahl versprochen haben. Das ist so ein gängiger Politikerspruch, der die Koalitionsverhandlungen jetzt allerdings schwer machen könnte. Und dazu kommt noch ein Problem, dass der oberste CDUler direkt nach der Wahl Dinge sagt, die er einen Tag später doch nicht so gemeint hat. Schön blöd fanden das viele und so heißt ja auch unser satirischer Wochenrückblick. Herzlich willkommen zu Schön blöd und damit zur Rubrik mit dem Augenzwinkern. Ja, und schon kommen wir direkt zur Erkenntnis der Woche. Dieser Konservatismus ist einfach over. Die Bundestagswahl ist entschieden. Hier mal kurz das Ergebnis der CDU in einem Bild dargestellt. Anders ausgedrückt. Vor 2 Wochen haben wir in den Abgrund geschaut. Ja, und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Darf man das so sagen? Oder ist das ein bisschen zu gemein? Volker, bitte. Das ist doch völlig klar, da muss man auch nicht drum herum reden. Na gut, dann machen wir das so. Wir gehen mal davon aus, in Sachen Regierungsbildung habt ihr euch auch noch nicht so viele Gedanken gemacht, oder? Ja,
Wir sind jetzt erstmal nicht gefragt. Ja, das stimmt. Bleibt nur die Frage, wisst ihr das auch alle? Armin, bitte. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Ach nö, -9% fast und dann den Anspruch stellen, Kanzler werden zu wollen. Das wirft Fragen auf, zum Beispiel diese hier. Was Herr Laschet genommen hat. Der Volksmund meint das Gleiche, drückt es aber anders aus. Komisch überhaupt, finde ich, dass man darüber überlegt, dass der Herr Laschet Kanzler werden sollte. Ja, es ist aus Sicht von Laschet aber auch wirklich ein Teufelskreis. Da steht er so kurz vor den Fleischtöpfen der Macht, setzt sich gegen Merz, Röttgen und Söder durch und dann verliert er gegen einen Sozi. Ja, das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn er nicht auch noch Mitleid von denen bekommen würde. Also erstmal kann ich den Schmerz verstehen. Ach, der arme Armin. Mensch, hat jemand mal ein paar aufmunternde Worte für ihn? Denken Sie mal an Schokolade. Sehen Sie, schon ist es da. Ach, danke. Die Sozen, ja. Die feiern, als würde es kein Morgen geben. Knapp 75% der Wählenden haben sie nicht gewählt. Trotzdem sieht man hier natürlich einen klaren Machtanspruch. Jetzt muss der Scholz ran. Ja, lange her, das letzte Mal, dass ihr die Chefs wart. Das hat er hier vergeigt. Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner Sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Nee, machen wir nicht. Recht hat er ja auch gehabt. Naja, nachdem man sich wochenlang bekämpft hat, müssen sich jetzt die SPD, FDP und Grünen auf eine Koalition einigen. Hashtag Love. Oder wie die Politiker sagen. Hier muss sich niemand verbiegen. Natürlich nicht. Denn in der Politik geht es eben um Cleverness. Und nicht unbedingt immer nur um diese Frage. Wer ist am intelligentesten? Ja, Zufall? Wir glauben, nein. Das war schön blöd für heute. Haben alle genug gelächelt? Ich bin nicht so, dass ich nur lächle. Leben ist scheiße genug manchmal. Na dann, Schluss mit lustig. Aber mit der Hessenschau ist nie Schluss. Wir informieren Sie immer weiter, denn wir haben noch mehr Kanäle als den, über den Sie uns gerade im Moment gucken. Immer aktuell, immer nah dran, immer vor Ort. Hessenschau. Alles, was wichtig ist. Alles, was euch interessiert. Alles, was uns etwas angeht. Zum Lesen, zum Schauen, zum Hören. Einfach immer da, wo Sie sind. Hessenschau. Und Sie sind hier, genau richtig. Einfach dranbleiben, dann sehen Sie, wie renommierte Laserkünstler Wiesbaden verzaubern direkt nach der Tagesschau. Viel Spaß dabei. Tschüss.